Die meisten Maibaumaufstellen im Land sind abgesagt, nicht aber in Kapfenberg. Hier wird der Brauch mit Abstand und ohne großem Trara auch in Corona-Zeiten gelebt. Es bleibt dabei, es ist ja quasi ein Zeichen, ein traditionelles Zeichen, dass der Winter vorbei ist. Wir gehen quasi in eine neue Saison, in den Sommer. Und ich glaube, man soll daran festhalten, heuer passt es besonders gut. Die Aufgabe des Aufstellens hat in den letzten Jahren stets die Feuerwehr übernommen. Heuer dürfen sie das leider nicht. Vorschrift ist Vorschrift. Aber mit dem Kapfenberger Unternehmen Grabmeier hat man sich ebenfalls einen Profi ins Boot geholt. Wir sind sehr vertraut mit dem Holz. Und das Maibaumaufstellen ist eigentlich 20, 30 Jahre machen wir das schon. Und so steht der Maibaum nun fest verankert am Kapfenberger Hauptplatz. Als weithin positives Signal und mit der Hoffnung, beim Umschneiden vielleicht doch schon gemeinsam feiern zu können. Traditionsgemäß wird der Maibaum sowieso erst im Herbst umgeschnitten. Die Hoffnung ist eine große, dass wir uns bis dahin noch mehr unserer Normalität genähert haben.